So, Aufnahme läuft, Aufnahme läuft. Kamera läuft, Kamera läuft. Ja, willkommen zu Level 25, Folge 25, mein Test Server Let's Play. So. Ja, auf dem Server ist einiges passiert, also naja, nicht einiges, also es ist etwas passiert. Und zwar gab es dort einen Map-Fehler. Da war quasi eine gewisse Desynchronität unterwegs, weswegen ich die Map etwas zurücksetzen musste, also auf dem vorherigen Backup. Dementsprechend war der Stand von unserem letzten Let's Play, die vier Aufnahmen, wo wir bei uns gar nicht so viel gemacht haben, der war hinüber. Ja, musste ich nochmal nachbessern, also habe ich dann, als ich dann so da drauf war, nochmal schnell alles so gepflanzt, wie es bei uns, wie wir es nach dem Let's Play hinterlassen hatten. Und auch die Bäume habe ich so gepflanzt, wie wir sie nach dem Let's Play hinterlassen hatten. Ja. Halt also ist alles wieder so wie davor, nur es können kleine Unterschiede da sein, gerade was unser Inventar angeht. Da weiß ich nicht, ob da alles, da müsste nicht alles gleich geblieben sein, weil das Inventar davon nicht betroffen war. Das war quasi nur die Map. Ja. So. Nichtsdestotrotz können wir gleich mal hier unser Zeug hier ernten, weil wir wollen ja endlich mal Taschen bauen. So, und dafür brauchen wir, ja, Wolle, nicht gerade wenig. Ich weiß gar nicht, wir müssen, oh Gott, wie war das Rezept nochmal? Wir müssen erstmal eine Tasche bauen, dafür brauchen wir 8-mal Wolle und 8-mal Baumwolle. Also, 8-mal so einen richtigen, 4-mal so einen, Quatsch, was rede ich denn da für Müll? Also 4-mal das hier und 2-mal richtigen Wollklumpen, so wie wir von Schafen bekommen, etc. Backpack. War natürlich klar. Back. Ah. Also nicht Doom Style. Ach nee, meine. Oh, okay. Da war ich gerade bei einem falschen Spiel. Okay. Okay. Gut. Auf jeden Fall, das hier wird nämlich extrem teuer. Da brauchen wir nämlich hier von 4. Das heißt, wir brauchen erstmal 4. Das mal 6. Also 24. Plus nochmal 1. Sind also 25 davon. Für eine Tasche. Und ja, die müssten wir dann noch upgraden. Also muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist jeweils 4 dazu und ach, 2 kleine Taschen. Ach du Scheiße. Also quasi hier schon 50 und dann nochmal 4 dazu. Sind wir schon mal bei 4 und 108. Wir brauchen fucking 112 von den Dingern. Pro Tasche. Wer hat sich dieses Rezept ausgedacht? Den will ich jetzt gerne ein bisschen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Weiß ich gerade richtig? Also, wir brauchen hiervon 25. Das mal 2 plus 4 sind 54. Das mal 2 plus 4 sind 108. 112. Ja. Fuck the shit, I'm out. Da müssen wir noch ganz viel anpflanzen. Oh Gott. Wir kriegen aber nur so wenig Samen. Das Feld wächst kaum. Oh Gott. Na gut. Ansonsten habe ich mir noch überlegt, was wir noch machen könnten, während das Feld wächst. Ich wusste ja nicht, dass es so lange dauert. Können wir, also ich möchte praktisch ein bisschen Diamanten farmen, heißt also runtergehen und ein bisschen Bergbau betreiben. Ja. Alternativ gesagt, können wir auch im Haus weiterbauen, nur Holz haben wir ja jetzt, könnten wir es tatsächlich machen, aber ich hätte doch schon gerne ein bisschen Abwechslung drin. Von daher würde ich mal sagen, wir begeben uns jetzt erst ein bisschen in unsere kleine Höhle hier unten. Wie weit auch immer die noch mal runter ging. Allzu weit war es ja nicht. Aha. Ja. Ah, ne, komm, wir machen nochmal einen neuen Einstieg.
Das sieht ja grauenvoll aus, quasi. Ich weiß auch gerade gar nicht, Diamanten gab es jetzt, glaube ich, auf einer Tiefe von 128 oder 1024. Ich hoffe nicht letzteres, weil dann müssen wir ganz weit runter. Und das wäre mal nicht so gut. So, wir können aber auf jeden Fall das schon mal alles abernten. Das hätten wir. So. Okay. Ach ja, weil ja hier dieses Kriechen ist ja hier mit meinem komischen Invisible und da ist ja dieses Invisible, hat ja diesen kleinen gewissen Bug, dass ich da runterfalle. Ist das scheiße. Bam. Warum sind die Fälle eigentlich nur drei breit? Kann das, ging das nicht bis zu vierer Breite oder war das nur bei meinem Klon? Ich komme in letzter Zeit immer mit Mindclone und Mindless durcheinander. Weil ich weiß, bei Mindclone, da sind es mindestens vier. Aber kann sein, dass wir hier immer nur drei haben. Ja, eben doch. Wir hatten hier erst auch vier gebaut, aber das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Eben. Halt also bei Vanilla Mindtest, da ist es dann doch scheinbar nur drei breit. Oh gut. Shit happens, ne? Jetzt haben wir hier massig von diesen Weizen, weil wir da auch immer schon viele Samen bekommen, also wesentlich mehr als wir praktisch einpflanzen. Wir haben praktisch eine Ernte-Einpflanz-Ration von mehr als 1, weit mehr als 1. Und bei der Wolle da ist irgendwie aber nur knapp über 1. Also da haben wir jetzt gerade irgendwie gerade mal, wie ist nicht, 2, 3 Samen zu bekommen? Keine Ahnung, muss ich mal gucken, ich glaube 3. Also, das ist noch nicht gerade hier sehr lukrativ. Okay, Doppelpflanzen geht zum Glück nicht. Kann ich das jetzt so schön schnell einpflanzen? Jetzt geht das zum Glück relativ schnell, schneller als das Abernten. Habe ich hier eine Lücke drin, Alter? Danke. Danke. So, der nächste Stack kommt gleich hinterher geschossen. So, jetzt haben wir noch 64, also genau ein Stack wollte ich gerade sagen, aber hier ist ja für, hier ist ja nur ein 90er Stack. So, können wir mal gucken. Bis 40 kommen wir mindestens runter. Auch heute noch für so ein ganzes Ding wahrscheinlich. Lol. Gut, dann lassen wir das auch erstmal so. Den einen pflanze ich jetzt nicht ein. Wisst ihr, was hier kommt? Och, du Sch. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach du Scheiße. Was ich machen wollte, warum renne ich denn so abartig schnell? Ey, ist ja. Muss ja aufpassen hier. So. Weg damit. Das wollte ich eigentlich machen. Über die Klippe. Und nicht mich über die Klippe. Das ist, ich würde mal sagen, Karma. Ist was? Wächst hier Gras auf meinem scheiß Kackarsch. Weg. Weg. Es tut mir so leid. Noch mehr? Ah, scheiß um. Ah. Wollt ihr mich ficken?
Jetzt ist doch noch ein Schwein, ich glaub das nicht. Ja, weg damit, wir müssen mal wieder was essen hier. Sonst klappen wir hier gleich vom Wurst. Das ist Brot, Alter. Hier ist ja die Esskiste. So. Aber knackig. Wir haben 13 mal Wolle. Im Vergleich zu den 112, die wir für eine Tasche brauchen. Ich wollte ja ursprünglich 4 Taschen machen. Ist das echt. Selbst das ist noch ein Witz. Stell dir mal vor, wir würden alle 4 Taschen machen. Dann bräuchte ich fucking 448 von diesen Dingern. Wer soll die alle Pflanzen pflücken? Das ist der Kiri. Ah, wie gesagt. Gut, wir machen uns erstmal eine kleine Axt. Also hier eine Spitzhacke. Spitzaxt. Spitzhacke. Spitzhacke. Oder haben wir schon eine? Nein, sieht nicht so aus. Nein. Gut, dich brauche ich. Alles andere lage ich erstmal ab. Haben wir keine Krimskramskiste? Doch, hier. Ach, wir haben schon 12. Ah, okay, schon meiner. Ein bisschen was haben wir also schon. Wir haben auch noch keine Rüstung. Doch, ein bisschen Rüstung haben wir schon. Ja, seit wann haben wir Rüstung? Wir haben keine Rüstung. Warum heißt denn da um diese 4 Dinger? Ja, verstehe ich nicht. So, gut, dann, wo ist... Ach ja, brauch gar keinen Tisch. Hab ja hier mein Dieselmuster. So. Geht übrigens auch so. Das war nice und so. Aber gut. Wir wollen uns ja nicht gleich 22 Spitzhacken bauen, sondern einfach nur erstmal... Machen wir 2. So, okay. Wisst ihr was? Wir bauen am besten erstmal die Bäume ab und während die neu wachsen, können wir dann in Ruhe Diamanten abkloppen. Dann haben wir schon mal, wenn wir aus der Diamanttour zurück sind, gleich mal das Holz, das wir dann brauchen, um dann bei der Hütte weiterzubauen. Das wird jetzt, Alter, das wird hier voll die Farming. Wir haben keine Spitzhacken mehr, außer die eine angefangene. Äxte. Also muss ich die auch noch bauen. Ja, super, aber klar. Mache ich auch gleich wieder 2. Aber ein bisschen Vorrat hier. Man kann ja nie wissen, ne? Kann man nie. So. Ne, wir benutzen erstmal die angefangene. Ah Gott, sind schon so größer gewachsenere Bäume mit bei. So. Schön. Wie kommt da ein Holzblock hin? Ernsthaft, Leute. Das ist wahrscheinlich der Nachteil, weil ich die alle hier so versetzt pflanze, dass natürlich die Ableger immer irgendwo kreuz und quer verteilt sind über die gesamte Grünanlage da oben. Das macht natürlich das gesamte Holz rausfiltern natürlich schön scheiße schwer. Ich muss mich auch wieder hier beeilen, bevor die ganzen Sachen hier despawnen. Von daher würde ich mal sagen, ich klopfe erstmal nur die Stämme weg und dann kommen mit dem ganze andere Zeug. Das war ein kurzer Stamm. Ne? Warum sind die manchmal mit 2 Stück hoch? Ist ja
Ist ja schon ein bisschen witzig hier, also. Ja, nicht so. So schlechter witzmäßig und so. Naja. Weil eigentlich, wenn die Bäume wachsen und da schon was im Weg ist, dann zumindest bei Blättern wird das dann praktisch einfach überschrieben. Bei anderen Sachen, also wenn er jetzt ein Haus wäre zum Beispiel, das wird glaube ich nicht überschrieben. Also hatte ich andere Sachen als Blätter. Aber scheinbar gilt das denn in dem Moment dann auch für Äpfel, dass Äpfel auch nicht überschrieben werden. Haben die also wirklich nur Blätter eingetragen in dem Überschreibfilter, der da entscheidet, was überschrieben wird und so. So, und jetzt heißt es, die Baumstämme oben rauskloppen. Auch wenn man die kaum sieht. Hier ist immer noch Holz drin. Ja, da. Oh, hier aber nicht mehr. Ich sag ja, das ist so behindert, hier drin Holz zu suchen. Dann muss echt auf alles gefasst sein. Okay, sieht aus, als wenn wir jetzt gerade alles hätten. Ist auch schon alles schön despawned. Dann kriegt man ein paar neue Äpfel. Das macht die Sache natürlich gleich viel angenehmer. Danke, danke, danke und danke und danke. Ups. Oh, da war noch einer nicht gewachsen. Nice, interessant. So, okay. What the fuck? Bäume gefällt, ja doch. So, mal gucken. Saplings haben wir ein paar bekommen. Setzlinge. Dann pflanzen wir die mal wieder freundlicherweise ein und dann gehen wir mal auf unsere Diamantensuche. Okay. Ist übrigens gerade einer online, ne? Ne, ich bin alleine. Mein Server ist leer und verlassen. Und sowieso. Naja, bei meinem Hauptserver ist ein bisschen was los, aber hier, das ist ja bloß so ein Nebenserver, den ich gemacht habe. Der ist auch gar nicht dazu da, dass hier was los ist. So, die Frage ist, bauen wir den Tunnel aus? Weil mir gefällt die Treppe ehrlich gesagt nicht wirklich. Wir können aber trotzdem den Tunnel an sich erstmal immerhin weiter nutzen, um ihn auszubauen. Die Sache ist nämlich, wenn ja, dann wäre hier nämlich einiges falsch. Weil meine Tunnel baue ich nämlich unbedingt folgt. Unten, das Ding ist dann praktisch immer 5 breit. Jetzt haben wir schon mal eine Breite von 4. Und haben gleich Eisen gefunden. Das ist nice. So, und ich baue praktisch so wie so ein Gewölbe. Das heißt also, das sieht man vielleicht irgendwo, wo noch nicht so angetouched ist. Hier zum Beispiel kann man das gut zeigen. Nee, das Durchbruch. Hier zeige ich das mal ganz kurz. Wir haben keine Fackeln dabei, oder? Aber doch klar.
Ah gut, komm, zeige ich das hier. So, dann heißt das hier praktisch 2 hoch. Das nächste ist dann 3 hoch. Und das nächste ist dann 4 hoch. Und dann geht es hier jetzt wieder mit 3 runter. Und dann mit 2. Und damit hat man praktisch dann so ein leichtes Dach. Kann man sich jetzt hier nicht wirklich vorstellen, aber es sieht halt relativ gut aus, wenn es halt komplett so durchgezogen ist. Dann sieht es, wie gesagt, wirklich so aus wie so ein Bergbautunnel. Das passt ganz gut. So. Ich werde mir auf jeden Fall mal noch mal ein paar Fackeln bauen. Das ist ja hier sowas von schnell statt dunkel. So, Stein. Haben wir Stein? Ja, haben wir. Ach, fast läuft einfach. Ich glaube, wir machen uns erstmal hier ein paar Stufen. Keine Ahnung, welcher Höhe wir sind. Ich glaube, mal 40 sollten erstmal reichen. Hallo? Hallo? Hä? Oh! Das hier ist ein bisschen zu knapp gebaut. Ist das hier überall so oder was? Warum baue ich denn so sparsam? Das ist ja. Das war jetzt so nicht geplant. Ah, goddammit. Ich will sterben. Konzentrationsarbeit hier. Yay. 5 zu viel. Oh mein Gott. So. Schippe. Wir brauchen... Nein, Quatsch. Ich habe keine Schippe. Fackeln. Wir brauchen Fackeln. Da brauchen wir Kohle. Und zwar nicht gerade wenig. Ich gehe mal ganz kurz hier mit zu meinem Feld hin, um das hier ein bisschen zu triggern, damit es ein bisschen schneller wächst. Sieht aber gut aus. Okay. Ei. So, wir brauchen, oh, wir hatten noch alles gehabt, wir hatten genau 8 gehabt, wir hätten also einmal weniger craften müssen. Bullshit. So, wir brauchen Kohle. Hä, wo ist denn meine Kohle? Hab ich die Kohle in die Öfen drin? Nein. Nein. Wieso hab ich die denn bei dem Essen mit drin? Wer macht denn sowas? Ach, ist ja alles da. So, jetzt splündern wir mal raus, ihr beide rein, du nach da und jetzt, ach, leck mich am Arsch, so. Ach, Gott, nein, danke. Okay, gut, ich würde mal sagen, das war's dann mit der Folge erstmal, ja, und dann, heißt dann in der nächsten Folge weiter Tunnelausbau. Und dann, ja, in dem Sinne, schau mit V, ne?